mit Schnellkraft. Wir sind jetzt schon 2 Kilometer eingelaufen und fangen jetzt gleich mit den Übungen an. Sandra, wofür brauchen wir eigentlich die Schnellkraft beim Skisport? Also eine Form der Definition für Skifahren ist ja also ein Schnellkraft-Ausdauersportort. Wir brauchen dieses schnelle Aktivieren der Beinstreckerschlinge vor allem, einfach um den nächsten Schwung einzuleiten. Und es ist wiederum auch eine Performance-Geschichte und auf der anderen Seite auch ein Sicherheitsaspekt im Sinne von Ansteuerung der Muskulatur. Und deswegen ist es perfekt, so wie es wir jetzt heute machen, dass wir nach dem Laufen oder während dem Laufen uns dann einfach auch ein paar Sprungübungen anschauen. Genau, also wie die Sandra eben schon gesagt hat, könnt ihr die Übungen ganz einfach an euer Ausdauertraining anheften und genau, wir starten jetzt. Also perfekt, anbieten tun sie natürlich einfach Übungen aus der Laufschule und dabei natürlich verschiedene Schrittformen und Sprungformen und die wir uns angeschaut haben, ist jetzt einfach einmal der Hopserlauf gewesen. Genau. Das Aufwärmen über die Hopsersprünge gemacht, da können wir ja auch Höhe variieren oder auch nur mal ein bisschen eher in die Weite. Und genauso ist es bei den Stabilisierungssprüngen, die wir ja schon kennen aus dem Beinachsentraining. Und wenn man jetzt speziell in Richtung Schnellkrafttraining geht, dann kann man ja schauen, dass man zum Beispiel bei den Stabilisierungssprüngen nicht von rechts auf links und von links auf rechts, sondern zum Beispiel auf einem Bein. Wie schaut denn so ein perfekter Sprung eigentlich aus? Also was muss ich dabei beachten von der Fußstellung, Beinstellung und Hüftstellung? Genau, also das ist jetzt gerade schon angesprochen. Wichtig ist natürlich eine stabile Beinachse, sprich Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk über verschiedensten Einheiten auch wirklich trainieren. Speziell auch schauen, dass man nicht so sehr auf X- oder O-Bein wirklich springt, sondern dass es wirklich eine parallele, also die zwei parallele Beinachsen sind. Und dann für mich ganz ein wesentliches Merkmal beim Springen ist, dass ich die Hüftstreckung auch wirklich aktiviere, sprich wirklich diese Beinstreckerkette aktiviere und im Sprung wirklich aus der Beinstreckerschlinge mich hochdrücke. Mhm. Nicht springen wie, ja, das gilt zumindest für mich, nicht der Sprung, ich glaube für die auch nicht. Nein. Wesentlicher Aspekt ist ja auch die Bewegungsgeschwindigkeit. Also im Grunde genommen kann man ja am Anfang erstmal die Bewegungen sehr langsam ausführen. Sprich, bei jedem Sprung schaut man erstmal, dass die Beinachse wieder passt, bevor man in den nächsten geht. Und wenn das stimmt, dann macht man sie schnell hintereinander. Ganz genau, also das ist vollkommen richtig gesagt. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist extrem zentral. Natürlich wollen wir es versuchen, zu schnell zu aktivieren. Wir wollen ja Schnellkraft trainieren. Das ist die Basis und dann kann ich variieren im Sinne von Bodenkontakt und Bewegungsgeschwindigkeit und letztendlich auch Höhe und Weite und vom flachen Gelände natürlich auch auf zum Beispiel irgendwo aufspringen. Genau. Und im Grunde genommen kann man ist der Kreativität da keine Grenzen gesetzt. Ich kann sowohl auf Bänke springen, auf Holzstämme, was sich gerade so in meinen Weg stellt.